Vor dem Hintergrund der jüngsten Cyberangriffe auf die Regierungsnetze fordert die Bundesregierung jetzt den Hackback, also die Erlaubnis zum digitalen Gegenschlag. Wir halten das für die falsche Herangehensweise, denn Sie wissen in Wirklichkeit nie, woher der Angriff tatsächlich kommt. Der Angreifer kann scheinbar von einer völlig unbeteiligten Stelle ausgehen. Das kann ein Kindergarten sein, ein Krankenhaus, ein Kraftwerk, auch in einem völlig unbeteiligten Land. Und deswegen ist immer die Gefahr, dass der Angreifer in Wirklichkeit einen Fremdrechner kapert, um so zu tun, als gehe er von einem bestimmten Ort aus. In Wirklichkeit schlagen Sie beim digitalen Gegenschlag gegen die völlig falsche Stelle und dann können Schäden bei einem völlig unbeteiligten Dritten in völlig friedlichen Ländern entstehen. Deswegen ist unsere Forderung: Verteidigung ist die beste Verteidigung, der Hackback ist das falsche Gegenmittel auf Cyberangriffe.